Herzlich willkommen. Heute gibt es ein kleines, schönes Let's Play. Spiele aus meiner Kindheit. Und ihr seht schon, ich habe den Competition Pro in der Hand. Das heißt, es geht um ein Spiel des Amiga 500. Den hatte ich ja seit Anfang 1990. Eigentlich sollte er schon zu Weihnachten 89 kommen. Aber es gab Lieferschwierigkeiten beim Otto-Versand und deswegen kam er dann erst im Januar 1990. Da war ich natürlich entsprechend traurig. Ja, und ein Hitspiel ist natürlich auch der Super Mario Brothers Clone, The Great Cheyenne Sisters. Da ist die deutsche Software-Schmiede Factor 5 dann auch von Nintendo verklagt worden, aber ist ja klar, ne? Also es war schon ein sehr dreister Klon. Und dass Nintendo da verklagt, kann ich jetzt auch nachempfinden, wobei ich nicht immer einverstanden bin, was Nintendo so macht und gerade wie sie mit Fanarbeiten umgehen oder mit nicht kommerziellen Projekten. Das ist immer ätzend, da finde ich Nintendo auch total scheiße. Aber bei der Sache, da ist es natürlich nachzuempfinden. Und diesen Klon, den möchte ich euch heute mal zeigen, ne? Laden wir ihn doch mal, starten wir den Emulator oder wie ein Bekannter in meinem Heimatdorf immer gesagt hat, den Emulgator, der hatte nicht so viel Ahnung. Haben wir uns natürlich immer totgelacht. Sehr klar, habe ich ja schon mal in irgendeinem Let's Play erwähnt. So, ich schalte mich mal klein und dann geht es los hier. Dann gucken wir doch mal. Unendlich Leben machen wir jetzt mal nicht. Husten, wir haben ein Problem. So, Time Warp Productions heißt es doch, The Great Cheyenne Sisters. Und im Hintergrund die großartige Musik von Chris Hülsbeck, ja, dem großartigen Soundmagier, ist ja mehr für seine Sachen auf dem Broadcasten bekannt, auf dem Commodore 64 als auf dem Amiga, aber hat auf dem Amiga natürlich auch sehr, sehr viele Musikstücke komponiert. So, jetzt sehen wir hier Amiga-Version bei Thomas Herzler, den kenne ich jetzt gar nicht. Die Broadcasten-Version, die ist von Armin Gessert und Armin Gessert ist, glaube ich, schon tot, soweit ich weiß. Es gab auch einen Code auf dem Broadcasten, dass man A-R-M-I-N, also Armin, drücken musste auf einmal und dann hat man ein Level übersprungen. Aber da das programmiertechnisch irgendwie mit 5 eigentlich gar nicht ging, hat es auch schon genügt, A-R-M-N zu drücken. Da hat man auch schon eins übersprungen. Das ist eine ganz lustige Anekdote. So, jetzt machen wir doch mal einen Player. Ich war nie so toll in Jump'n'Run-Games, aber wir gucken jetzt mal, ob ich hier weit komme. So, ja, Cheyenne. Und jetzt, ja, Punkrock-Haare. Finde ich gut. Ist auch irgendwie eine Ecke cooler als bei Mario mit den Haaren. Das ist schon ganz geil. Aber ansonsten merkt ihr, es ist ganz klar von Super Mario Brothers vom NES inspired hier und das kam übrigens 1985 auf den Markt und das Spiel hier kam zumindest für den Broadcasten 2 Jahre später. Wie gesagt, ich war nie der Jump'n'Run-Held, also der Held, was er verspricht, war ich nicht. Ach, immer diese Wortspiele, es quält mich. So, aber das erste Level habe ich schon mal geschafft und den habe ich nicht erwischt, aber jetzt beim zweiten Mal. Und jetzt kommen wir hier ins Untergrund, Level 2. Jupp, zack, und hier sind wieder Teile drin. Genau, man könnte jetzt auch oben entlang gehen. Dann, das wäre einfacher, aber dann verpasst man natürlich auch Extras. 2 Blitze heißt, dass der Schuss abprallt, genau. Das ist gut, dann kann man nämlich auch sowas machen, wie gerade, genau, bisschen Billard spielen. Und die Erdbeere, oder ja, wir haben sie mal Erdbeere genannt, aber wenn ich mir das Teil so angucke, keine Ahnung, ob das echt eine Erdbeere ist, die sorgt dafür, dass man dann durch Steine hindurch ballern kann. So, Biene, wo bist du, flotte Biene? Da ist doch die flotte Biene, ja. Yeah. Also ich nehme jetzt auch nicht alle Diamanten hier mit, also keine Ahnung, es ist auch egal, ich will ja einfach nur mal kurz gucken, wie, in welche Stage ich komme. Wie weit ich komme. So, jetzt gibt es hier ein... Ja, ist noch da. Ja, das ist uns schon immer aufgefallen. Damals ist ein Programmierfehler, der jetzt aber nicht dramatisch ist oder so. Ich glaube, war hier nicht noch irgendwas? Ja? Ah, egal. Egal, komm. Weiter geht's, wie beim Fußball immer, ne? Wenn ohne Zuschauer gespielt wird, hört man eigentlich nur immer ein Wort auf dem Platz. Weiter, 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 weiter. Hört, achtet mal drauf. 100.000 Mal pro Spiel. 1 Million Mal. Weiter, weiter, weiter. Also der
Wortschatz von Fußballern ist doch anscheinend arg eingeschränkt. Ist mir immer wieder aufgefallen. So, Warp Level. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Abkürzung genommen mit einem geheimen Stein und habe zwei Level übersprungen und das dritte spiele ich jetzt. Also von Level 3 zu Level 6. So, dann gucken wir doch mal. Ja, wieder die Bienen. Hier können wir auch wieder oben entlang gehen, aber das ist ja langweilig. Ne, das meine ich. Das meine ich. So, Zeit ist nicht schlecht. Kriegt man ein bisschen mehr Zeit. Jetzt kommt hier eine Bombe. Und hier ist nochmal ein Warpstein zu Level 9. Haha, Warpstein, auch schön. Geil. Aber mehr kenne ich nicht, weil viel weiter kam. Ich glaube, bei Level 11 oder 12 war er immer oder meistens Ende. So, jetzt kommen hier Teile, die man erstmal so anlocken muss mit dem angetäuschten Sprungkreide, aber die kann man auch nicht zerstören. Da muss man entweder drüber hüpfen. Ja, entweder drüber hüpfen ist cool. Ja, drüber hüpfen, genau. Oh nein, nein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Nein, da ist er weg, der Tropfen. Mist. Allerdings habe ich nicht mehr genau eine Ahnung, was ein Tropfen wohl tut. Was macht der wohl? Naja, immer diese blöden Teile da. Nerven ja total. Ich glaube, hier war nichts drin. Nee, habe ich mir gedacht, genau. Naja, so. Zack, da kann man sich hier schon abstützen. Das ist gut. So. Na, balla, balla, balla. Hier in die Mitte. Yeah, einmal frei abgeräumt. Zack. Und das nächste Level gepackt. Noch kein Leben verloren. Unglaublich. Aber so schwer war es ja auch noch nicht. Also die schweren Stellen, die kommen noch. Die kommen noch. Oh, ein Bienchen kommt angeflogen. Ich glaube hier. Ah, jetzt haben wir noch das Tröpfchen hier. Ein guter Tropfen war das. Ein guter Tropfen. So, na, Biene. Also es kann immer nur ein. Ah, ne, dann, oder? Doch, es kann immer nur ein Schuss am Start sein, glaube ich. Ah, ich nehme jetzt auch nicht alle mit. Zack, zack, zack. Ah, Bonus. Vielleicht braucht man ja das Leben später. Man kriegt ja bei 100 ein Leben. Und die Hälfte habe ich jetzt ungefähr. Zwei ausgelassen, aber ist nicht so schlimm, ne? So, ich glaube, 11 war so eine Stelle, die ich nicht schaffe. Ah, wo ich einfach zu dämlich bin. Das ist ätzend. Es gibt auch ein paar Remakes und neue Stages und so weiter. Also, da ist öfter mal dran geschraubt worden. Ein Lollipop, da ist er doch. Aber keine Ahnung, was der Lollipop kann. Die Bombe habe ich auch noch nicht. Oh ja, das ist diese Scheißstelle, ey. Oh Mann, die ist echt zum Kotzen. Oh Mann, was auch immer. Ah, die ist echt kacke, ey. Ich glaube, man muss springen und sich umdrehen. Ah. Ja, da verzweifle ich immer. Da verzweifle ich immer. Na, immerhin habe ich ein Leben abgestaubt. Ah, ne, oben war das, oben links. Ja, das war zumindest das Teil hier hat und die punkigen Haare. Oh, was für eine nervige Stelle. Yeah! Na, da habe ich doch mein Mojo noch. Naja, gut, ich hatte es eigentlich nie hundertprozentig, weil ich bin ein echt schlechter Jump'n'Run-Spieler. Mein Ding sind eher so Auto-Games und sowas. Oder Mario Kart, ne? Da sowas, da bin ich immer gut. Aber Jump'n'Runs habe ich immer gerne zugeguckt. Früher. Ah, ist so nervig, ohne Schuss. Ah. Tja. Oh, die Schildkröten. So, jetzt gucken wir doch mal. Stage 12. Ui, ja, ja, ja. Ah, hier unten, das ist nicht so einfach. Ah, da ist jetzt was drin, glaube ich. Ja, immerhin, immerhin. Und die Piranhas. Oh, das war aber wieder Knapolowski. Eieiei. Ei, ei. Oh, das sind aber auch. Nein, wie konnte das denn passieren? Ah! Mist, so weit. Drei Leben immerhin noch. Ah, komm schon.
Oh, so viele Viecher. So viele Viecher. Oh, ich glaube, hier musste man jetzt einfach durchlaufen. Yeah. Hohohoho. Oh, Stage 13. Das ist 13, die Zahl, die lässt schon nichts Gutes verlauten. Oder vermuten. Ja, kommt schon hier. Ah, man kommt sich vor wie... Wenn man nicht schießen kann, dann ist das echt alles nervig. Oh, der Ball. Der Ball. Ah, immerhin kann ich jetzt hier... Eieiei, ist ja auch ausgeklügelt hier. Lecco mio, ey. Hm. So, jetzt muss ich irgendwie wahrscheinlich hochkommen, oder? Ah, oh, ne. Dann gehe ich hier entlang. Hochkommen, Blödsinn. Aber ich kann ja genauso gut unten entlang gehen. Also manchmal ist man ein bisschen betriebsblind. Na komm, hier muss doch irgendwo nochmal ein Blitz oder irgendwas sein. Komm schon. Oh. Gut, das brauche ich. Na egal. Komm, ab über den Ball. So. Ui, die Bienchen. Da habe ich Schwein gehabt. Da habe ich Schwein gehabt. Uiuiui, so weit war ich aber lang nicht mehr. Eigentlich ist immer bei 12 oder so Schluss. Ah, mal gucken. Ah. Endlich wieder schießen. Das mag ich doch sehr gerne. Oh nein. Eieiei, ah. Muss man sich aber... Aha, hier da unten. Na, wartet. Uiuiui. Na gut, die will ich jetzt mitnehmen. Da will ich ja noch ein Leben erspielen. Hier auch. Genau, alle mitgenommen. So, jetzt haben wir wieder den Ball. Zack, wunderbar. Er hat, also es ist von, er, sie, muss man ja sagen, er, sag ich schon mal, er, sie läuft immer so ein bisschen nach, ne? Das, wenn man das einmal drauf hat, dann ist es okay, aber das muss man immer einkalkulieren bei den Sprüngen. Und hoch. Ui, da ist aber auch viel los. Ui, ui, ui. Komm schon, da muss doch irgendwo wieder mal was drin sein. Na egal, komm. Weiter, weiter, weiter. Wie die Fußballspieler. Ah, zack. Oh, was machen wir denn hier? Oh, das ist aber auch knapp, Olofsky, ey. Na, komm schon. Oh, endlich wieder der Zweiblitzer. Ja, Wolfgang. Zack. Ah, muss man jetzt gut timen. Oh, da ist aber auch Lecco Funny, ey. Ei, ei, ei. Oh, was haben wir denn hier? Eieiei. Oh, das war doch so knapp. Das war doch so Kollisionsabfrage. Warum kannst du nicht mein Freund sein? Ah, dammit. Jetzt hat sie wieder die brave Friese und die lässt nichts Gutes vermuten. Ah. Na komm. Ich mach jetzt mal hier Schnelldurchlauf. Das war doch überhaupt gar nicht so schwer. Eigentlich, ne? Ich war so auf die Diamanten fixiert. Die haben mich abgelenkt, ne? Die Gier, wie so oft bei den Menschen. Die Gier, wenn die ins Spiel kommen, dann ist immer scheiße. Das war die Gier. Ah, Richard Gier, ob der so heißt, weil er immer so gierig ist? Naja, man weiß es nicht. Oh nein, wenn es hier einer kommt, dann ist alles hinüber. Oh, je, je. Welchen Weg nimmt man denn hier? Welchen Weg? Den unteren? Ah, oh, zum Glück. Zack, zack. Nein, und rüber. Und zack. Ah, oh, ist aber auch was los. Junge, Junge. Oh, ich bin so ungeschützt. Ich bin so ungeschützt. Ich habe quasi keinen Präser drauf. Es ist hier wieder so einfach. Nein, Kapolowski. Es könnte sein, dass das wieder so ähnlich ist. Ah, oh, die Piranhas, die machen einen aber auch wahnsinnig. So, gucken wir doch mal hier. Zack. Ja. Na gut, ich mach's nochmal wie eben, ne? Einfach durch. Zack, komm, 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 komm.
17! Junge! Aber ich brauche wieder Schutz, weil sonst geht das hier nicht gut. Nicht gut. Na komm, hier muss doch was drin sein. Na immerhin. Immerhin. Aber allzu viel. Und warp! Und warp! Zum 20. Level! Wie cool! Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so weit kam, ehrlich gesagt. Aber damals wahrscheinlich schon. Ne? Man hat das ja nicht mehr unbedingt in Erinnerung. Was denn da los? Da habe ich durch Zufall noch einen Warp entdeckt. Wow. Na, das war so klar mit diesem Nachläufer immer. So, jetzt habe ich das letzte Leben, aber ich bin trotzdem ein kleines bisschen stolz auf mich, dass ich so weit komme, hätte ich nicht gedacht. Aber immerhin, immerhin, ich wollte euch, ich habe eigentlich eingeplant, dass bei Level 11 oder 12 Schluss ist, aber es ist doch schön, dass es doch ein bisschen weiter ging. Komm hier, egal. Na, jetzt habe ich Dreck. Ah, interessant, 88. Das heißt, die Amiga-Version kam ein Jahr später als die Brotkasten-Version raus. Nicht schlecht, interessant. Hui, das war ein nervenaufreibendes Cheyenne Sisters Spiel und ja, immerhin habe ich es bis Level 20 gepackt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich glaube, ich drehe jetzt noch ein paar Let's Plays für die nächsten Wochen. Also macht's gut, ciao und bis bald. Oh Mann, ey.